Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und ihr kommt da sogar gerade angeflogen, das passt sogar. Ist quasi so, als wenn ihr gerade meinen Park betretet. Sehr witzig. In dem heutigen Video schauen wir uns mal den Compsognathus so ein bisschen genauer an. Ich habe den hier schon mal in der Brutstätte vorbereitet. Und wir werden uns auf jeden Fall alle Skins anschauen, die es von dem Compsognathus so gibt. Und wir werden uns alle Unique Animations anschauen. Das heißt, alle Animationen, die er hat, alle Kampfanimationen, gegen wen er kämpft, was er alles so macht, wie er sich verhält und sowas. Das werden wir ja alles in dem heutigen Video so ein bisschen ausprobieren und herausfinden hoffentlich. Hier unten habe ich übrigens erstmal Dirt-Untergrund gemacht, weil der hat den Vorteil, dass hier keine Grashalme sind. Weil ihr habt ja schon im Livestream gesehen, der ist sehr, sehr klein, der Compsognathus. Und wenn der in diesem Gras läuft, dann kann man ihn fast schon gar nicht mehr sehen. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Dirt ausreichend ist. Ansonsten werden wir hier später den Boden noch gegen Sand oder Fels austauschen. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal den ersten frei und schauen uns den mal an. Eine sehr kurze Animation. Aber er hat auch neue Musik, kann das sein? Kommt mir zumindest so vor. Da ist er, der Kleine. Ich würde fast sagen, dass wir mal in den Aufnahmemodus gehen, weil sonst sieht man ihn fast gar nicht. Das ist schon echt krass. Er ist halt wirklich, wirklich winzig. Jetzt könnt ihr ihn mal in voller Pracht sehen. Das ist jetzt der Standard-Skin oder Original-Skin. Ich schließe meinen Controller an. Dann können wir ein bisschen besser hier rumfliegen. Geht das alles ein bisschen geschmeidiger. Also er ist halt wirklich so winzig. Ohne diesen Aufnahmemodus könnte man ihn gar nicht gut beobachten, finde ich. Aber mit dem Dirt, das geht eigentlich. Also Sanduntergrund oder so müssen wir jetzt nicht machen. Der Standard-Skin gefällt mir schon sehr, sehr gut. Der ist halt so schön grünlich, schön getarnt. Und ja, jetzt geht's direkt zur einzigartigen Fressensanimation. Und die ist natürlich wundervoll, ne? Die kennen wir ja schon. Er springt da oben hoch, holt sich so ein Schnitzel runter, schaut sich nochmal um, ob Fressfeinde in der Nähe sind. Und dann tritt er auf das Steak und genießt das Steak so ein bisschen. Finde ich sehr, sehr cool. Könnt ihr aber gleich nochmal sehen. Er sollte eigentlich nochmal hochspringen. Das ist, glaube ich, so mit meiner Lieblingsfressensanimation. Ach ne, er frisst gar nicht mehr. Ach, wie schade. Aber wir werden es gleich nochmal bei anderen Skins sehen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Trinkenanimation. Aber die ist jetzt an sich nichts Besonderes. Ich finde es halt cool, dass er sich immer noch so ängstlich umschaut nach dem Trinken. Rechts, links. Ob irgendwer in der Nähe ist. Na, wenn man so klein ist, dann ist man sicherlich auch ganz unten an der Nahrungskette. Wobei der Kompi ja auch spitze Zähne hat, ne? Man kann sie ganz leicht sehen. Die sind halt sehr, sehr klein, die Zähne. Und im Film haben die auch Menschen getötet. Zwar im Rudel, im großen Rudel, aber sie haben es immerhin hinbekommen. Jetzt hört ihr ganz gut die Sounds von dem Kompi. Macht auch sehr, sehr coole Geräusche. Das ist jetzt das Tundra-Muster hier. So klein, ne? Ja, der Skin sieht auch cool aus, aber wir gehen auch hier wieder in den Aufnahmemodus. Ich glaube, ohne den Aufnahmemodus sind wir heute echt aufgeschmissen. Vielleicht können wir da gleich nochmal die Futteranimation sehen. Aber jetzt sehen wir erstmal, wie sie sich sozialisieren. Wie sie so ein bisschen miteinander schnacken. Sorry, wenn die Kamera hier so ein bisschen rumruckelt. Das liegt, weil ich daran, dass ich am Boden bin. Oh, da rennt er davon. Geht jetzt wahrscheinlich erstmal trinken. Die haben übrigens den Compsognathus schon ein bisschen hochgescaled von der Größe. Das heißt, in echt wäre der eigentlich noch kleiner gewesen. Aber die haben den noch ein bisschen größer gemacht, weil der sonst einfach viel zu klein fürs Spiel ist. Ich meine, man kann ihn ja so schon sehr, sehr schwer beobachten. Deswegen war das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, das Tundra-Muster, das seht ihr gerade da oben links. Ich habe das Ganze jetzt mal in Zeitlupe an, wie er sich da sein Steak holt. Schon sehr cool, ne? Also das Tundra-Muster gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist halt so orange-türkis. Ich finde das so cool. Er holt sich da einfach so seinen Schnitzel runter, schaut sich nochmal um und frisst es dann. Auch wie er da mit dem Bein drauf tritt, das ist schon sehr nice. Wir können jetzt mal gucken, ob wir eine Nahaufnahme von den Zähnen kriegen mal. Oh ja, da seht ihr sie ganz gut. Dreh dich mal zu uns, Kleiner. Boah, der hat schon spitze Zähne, ne?
Die sind zwar klein, aber die sind schon sehr, sehr spitz. Kann man nicht anders sagen. Ist schon sehr, sehr cool. Gefällt mir. Das ist jetzt der Waldland-Skin. Der rennt auch direkt zum Fressen. Ich habe auch hier jetzt mal Zeitlupe angemacht, weil die immer so schnell unterwegs sind. Der Waldland-Skin sieht auch cool aus, ne? Auch sehr getarnt. So grün, ja, so ein bisschen grün-gelblich und unten am Bauch orange, würde ich sagen, ne? Teilweise auch immer ein bisschen schwer durch das Licht zu erkennen. Ja, eher grünlich, also... So ein bisschen Gelbnote oder Goldnote ist da schon noch mit drin, aber es ist eher grünlich. Da springt er hin und gönnt sich sein Schnitzel. Ach, ich liebe diese Animation, die ist so toll. Aber auch ein cooler Skin, kann man nicht anders sagen. Aber das ist ja momentan eigentlich immer so. Wenn ein neuer Dinosaurier rauskommt, dann hat er auch einfach coole Skins. So, das ist jetzt das Regenwaldmuster. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal genauer an. So, da ist er. Auch der geht natürlich direkt hier zum Futtern. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Beim Fressen können wir ja gut seinen Skin angucken. Also der ist mehr so, ich würde fast sagen, so silbern. Bisschen mit lila drin. Ja, so grau, silber mit lila drin. Sieht aber auch sehr, sehr cool aus, der Skin. Tolle Färbung. Also das Lila gefällt mir sehr gut auf der Haut. Das ist echt nice. Das hier ist jetzt das Dschungelmuster. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsskin. Der ist auf jeden Fall mit am auffälligsten, mit der knalligen Rot. Ja, ist schon so ein bisschen lila steckt da schon mit drin. Also so rötlich mit einem ganz leichten lila Akzent. Sieht zumindest so ein bisschen so aus im Sonnenschein. Naja, es ist eher rot. Und mit diesem gelblich, ja, ein bisschen grün ist auch mit drin. Ja, Bauch. Sieht sehr, sehr cool aus. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsskin. Liegt aber auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass dieser Skin ja, am auffälligsten ist. Er hat halt den höchsten Kontrast zum Untergrund und zum Rasen. Und ich glaube, deswegen ist er einfach so ein bisschen mein Lieblingsskin. Weil man kann ihn immer schon sehr, sehr schwer erkennen, den Compsognathus. Ihr seht es ja im Hintergrund da. Die Grashalme sind höher als der Compi an sich. Wenn da einer schläft, man erkennt ihn halt so gut wie gar nicht. Oh, da sieht man es wirklich gerade gut. Die sind alle gerade hier. Also das ist der Dschungelskin. Und zu guter Letzt kommt jetzt hier das lebhafte Muster. Das ist der letzte Skin, den wir freilassen müssen. Und auch dieser sieht sehr, sehr cool aus. Man sieht leider die Farbe wegen der Belichtung gerade nicht ganz so gut. Der ist aber auch so, ja, lila, würde ich sagen, von der Haut. Sieht auch sehr cool aus. Und dann so ein bisschen beige-braun unten am Bauch und am Hals. Aber auch eine tolle Färbung. Sprintet hier direkt los. Der ist halt auch nicht nur klein, der ist halt auch super schnell. Ihr müsst bedenken, das ist gerade Zeitlupe, ne? Und der ist in Zeitlupe schneller unterwegs als so manch anderer Dino in echt, also in normaler Zeit. Also nicht schlecht. Ja, das waren auf jeden Fall alle Skins. Und jetzt gehen wir mal auf die ganzen Animationen so ein bisschen ein. So Leute, das erste, was wir jetzt ausprobieren werden, ist, ob der Compsognathus eine Ziege töten kann. Ich lasse im Hintergrund übrigens schon einige weitere Compsognathus frei, weil wir wollen die später übersozialisieren, damit sie gegeneinander kämpfen. Die soziale Gruppe ist übrigens 25 Maximum. Das heißt, wir werden hier gleich über 25 Kompis in diesem Gehege haben. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt, wie gesagt, oh, jetzt habe ich mich verklickt, wie gesagt, eine Ziege freilassen und mal testen, ob die Kompis auf eine Ziege losgehen. Müsste ja eigentlich auch der neue Ziegenfutterspender sein, ne? Den können wir jetzt auch mal kurz angucken, wenn wir gerade schon dabei sind. Der ist auch sehr cool, finde ich. Kommt halt mit so einem Käfig hoch und mit dieser klassischen Stange, wo normalerweise die Ziege angebunden ist. Ja, finde ich cool. Das sind halt alles so Details. Da freut man sich als Jurassic Park-Fan, ne? Definitiv. Ich meine, wer kennt die Szene nicht, wo die Ziege da an diesem Mast steht und darauf wartet, dass der T-Rex kommt. Leute, guckt euch das an. Hier sind einfach schon 24 Dinosaurier drin, aber es sieht einfach gar nicht so aus, weil die einfach so klein sind. Man sieht sie einfach fast gar nicht, wenn man rauszoomt. Und guck mal, wie viel größer die Ziege ist dagegen. Die wurde übrigens noch nicht angerührt. Ich glaube auch nicht, dass die da noch beigehen. Ich glaube, die Ziege ist einfach zu groß. Sie können sich wahrscheinlich sogar mit ihren Hörnern da oben ganz gut verteidigen gegen die Kompis.
Ja, es gibt halt, das Problem ist halt noch, dass es kein Rudeljagdverhalten gibt. Das heißt, die Kompis können nicht gemeinsam zuschlagen. Ist ja sehr schade. Ich hoffe, das kommt noch als Feature in das Spiel. Weil auch gerade bei Velociraptoren vermisst man ja so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht, das klingt auf Deutsch immer so doof, auf Englisch heißt es Packhunting. Ja, das vermisst man immer so ein bisschen, finde ich, bei so Dinosauriern wie jetzt dem Kompi oder dem Velociraptor. Ich hoffe wirklich, dass das noch ins Spiel kommt. Aber ich würde sagen, da die Ziege jetzt nicht angegriffen wurde, darf die weiterleben. Und ich lasse jetzt mal noch ein paar mehr Kompis frei, bis sie dann gleich übersozialisiert sind. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschafft. Es sind genug Kompis drin. Das Ganze ist jetzt hier im roten Bereich. Jetzt sollten die Kämpfe losgehen, so langsam. Ich versuche mal einen auf Kamera festzuhalten für euch. Oh, das sieht mir ja fast so aus, als wenn die beiden jetzt kämpfen wollen. Ich habe das Ganze mal in Zeitlupe an. Wir gucken uns erstmal in Echtzeit an. Oha. Oh mein Gott. Das geht ganz schön schnell hier. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Tanz. Aber sie packen sich schon so ab und an am Hals und springen sich dann an. Sieht fast so aus, als wenn das irgendwie ein Zeitraffer wäre, oder Leute? Im Hintergrund sehen wir das auch nochmal. Bin ich ja mal gespannt, wer hier als Sieger rausgeht. Okay. Ich finde eine sehr witzige Animation, muss ich sagen. Es dauert auch ganz schön lange. Also hier ist nichts vorgespult oder so, auch wenn es so aussieht. Okay, die beiden haben sich auf jeden Fall nicht eliminiert. Was ist hier mit den beiden? Ich will natürlich auch noch sehen, wie die sich eliminieren hier. Vielleicht sehen wir hier einen Sieger hervorgehen. Da bin ich ja mal gespannt. Nee. Sieht aber echt so aus, als wenn das nicht in Echtzeit wäre, als wenn ich das im Zeitraffer anhätte oder so. Hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen aus Zeitlupe, die Animation. Die ist ja sehr, sehr schnell, die Animation, deswegen war es vorhin super schwer zu erkennen, was so genau passiert. Aber im Prinzip schreien sie sich so ein bisschen an, schnappen nacheinander, der Rote schnappt ihn jetzt hier am Kopf. Er versucht sich zu wehren und dann dieser coole Kick, den finde ich mega nice, das ist mein Highlight von der Animation. Wie er so zweimal nach vorne kickt, schon sehr cool. Hat er ihn schwer verwundet, er ist aber auch schon am Bluten, ne? Also ich glaube, lange macht er es nicht mehr. Oh, er hat jetzt auch den Kopf gesenkt. Ich glaube, das war es jetzt für ihn. Okay. Ja. Er ist aber auch blutüberströmt. Kippt jetzt einfach um. Leute, was ist mit seinem Bein los? Der ist ja witzig umgekippt. Ja, das ist also die Todesanimation. Also, er kippt einfach um. Viel mehr passiert da nicht. Aber war schon ein spannender Kampf. Vielleicht können wir ihn hier nochmal kurz sehen. Die beiden auch. Genau. Ah, nö, die rennen auseinander. Ich glaube, die, sind wieder alle normal sozialisiert jetzt. Als nächstes habe ich mal getestet, ob die Kompis den vorher kleinsten Dino angreifen, nämlich den Homalocephale. Und das ist nicht der Fall. Also ich habe ihn jetzt schon eine ganze Weile hier drin und es ist nichts passiert. Er hat sich lediglich mit der Ziege angefreundet, wie ihr gerade gesehen habt. Also ich gehe mal davon aus, dass der Homalocephale keinen anderen Dino bis jetzt erledigen kann. Das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn sozusagen Packhunting oder Rudeljagen in das Spiel kommt. Als nächstes schauen wir uns mal an, ob kleine Fleischfresser und große Fleischfresser den Kompi ja, töten können und fressen können. Dafür lassen wir jetzt als allererstes mal ein Velociraptor frei, auch mit den neuen Skins. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video machen zu den Skins, weil es gibt so viele coole neue. Das sind ja alles die Original-Skins aus dem Film. Bin ich sehr gespannt, ob der Velociraptor oder auch die anderen kleinen Fleischfresser, die sollten es dann auch können, den Kompi angreifen können. Mal schauen. Oh ja, es geht direkt hier los. Er schnappt danach, beißt ihn und schluckt ihn im Ganzen runter. Boah, das ging jetzt ja echt schnell. Das konnte ich ja gar nicht so schnell sehen. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen mal kurz in die Aufnahme gehen hier. Aufnahmeposition. Und versuchen jetzt mal das Ganze festzuhalten. So Leute, wir schauen uns das Ganze jetzt in Zeitlupe an. Er rennt hinterher, versucht danach zu schnappen, aber er kann doch mal zur Seite springen, schlägt nochmal einen Haken und packt sich den Kompi. Also der Kompi hat da keine Chance. Oh, das sieht auch fies aus, wie sein Bein da absteht. Also es scheint schmerzhaft zu sein. Und dann schluckt er ihn im Ganzen runter. Eine sehr coole Animation, wie ich finde. Aber geht halt auch sehr, sehr schnell. Also ohne Zeitlupe ist das schon schwer zu erkennen. Vielleicht sehen wir es jetzt nochmal in Echtzeit. Mal gucken.
So, da sehen wir es nochmal in Echtzeit. Seht ihr, wie schnell das geht? Da kommt man halt fast gar nicht hinterher. Also das ist so krass. Ich könnte jetzt nicht mal mit der Kamera reagieren. Also das ist echt eine krasse Animation. Aber gefällt mir sehr gut, wie er ihn auch im Ganzen schluckt. Sieht schon sehr, sehr cool aus. So, jetzt nochmal als kleines Zwischendurch. Snack, da sehe ich hier nochmal den Homalocephale. Also der Raptor ist hier wirklich eine Killermaschine. Der tötet hier alles, was lebendig ist. So, als nächstes habe ich da mal getestet, ob große Fleischfresser für den Kompi gefährlich werden können. Aber das ist auch nicht der Fall. Also große Fleischfresser greifen den Kompi nicht an. Aber dafür kümmert sich der T-Rex hier mal um den Velociraptor, der hier wirklich alles und jeden vernichtet hat. Diese Animation feiere ich ja richtig, ne? Also das ist auf jeden Fall meine lieblingsneue Animation von dem ganzen Update. Die ist nämlich richtig, richtig cool. Aber große Fleischfresser scheinen den Kompi nichts anhaben zu können. Aber dafür alle kleinen Fleischfresser. Also es ist nicht nur der Raptor, es können auch die anderen den Kompi fressen. Zum Beispiel der Deinonychus oder der Troodon und so weiter und so fort. Ich habe übrigens hier schon mit diesen Jeeps noch getestet, ob die Kompis auf diese losgehen. Also scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Wäre aber auch sehr verwunderlich, glaube ich, wenn diese kleinen Kompis hier die Jeeps attackieren würden. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ausprobieren, ob Kompis Menschen angreifen oder nicht. Das werden wir jetzt als nächstes machen. So, als letzten Test habe ich da mal getestet, ob Kompis Menschen angreifen. Aber auch das tun sie leider nicht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es noch kein Rudeljagdverhalten gibt. Weil ich denke mal, so im Rudel mit 5 bis 10 Kompis wäre das bestimmt möglich, dass die Menschen angreifen. Aber ist leider noch nicht implementiert. Ich hoffe aber, dass es noch irgendwann kommen wird. Gerade für die Kompis werden wir das Rudeljagdverhalten auf jeden Fall brauchen. Aber ansonsten denke ich, haben wir jetzt hier hoffentlich alles abgedeckt. Falls ich irgendwas vergessen habe beim Animation, was es noch gibt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.